Es regnet? Ja. Der Himmel hat die Schleusen geöffnet. Der autobegeisterte Pfandleiher ist auf dem Weg nach Baden-Baden zu einem Hausbesuch. Seine Stammkundin bekommt heute zum ersten Mal den in Auftrag gegebenen Brillantring zu sehen. Vor Freude? Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich mich darauf freue. Dass ich jetzt sage, oh Gott sei Dank. Nein, ich gehe sowieso mit der Erwartung hin, dass die Dame von meiner Kreation freudig überrascht ist. Und das ist dann schon Lohn genug. Heißt, eigentlich darf die Kundin froh sein, überhaupt von Heinz beliefert zu werden. Mahlzeit, meine Dame. Hallo. Und, wie geht's? Gut, danke. Ich bin so frech und gehe voraus. Ja, prima. Sie wissen ja schon so ein bisschen. Ja, ein bisschen kenne ich mich aus. Okay. Heinz zeigt sich heute von seiner charmanten Seite. Was haben Sie denn dort gemacht? Das Telefon repariert? Nee, hier der Aufzug ist kaputt. Ah, vom Vorhang. Und ja. Sie reparieren selber? Hab's geil, geil. Hab's probiert. Egal, Hauptsache der Wille zählt. So. Trommelwirbel. Wie rum geht's auch so? Selber aufmachen. Man geht mit der Erwartung hin, dass es dem Kunden so genau gefällt, wie man es kreiert hat. Und wenn nicht, dann ist man flexibel genug, das umzuarbeiten. Und so eine Übergabe ist halt auch immer, wie soll ich sagen, ja, mal eine kleine Abwechslung. Eine nette Abwechslung. Ah, ist das schön. Scheiße zugleich. Nee, geht. Wunderbar. Schön. Sehr schön. Den Stein habe ich aus meinem alten Schmuckstück rausgefasst, so wie Simon mir verkauft habe, so altes Zeugs da. Und dann habe ich zum Goldschmied gesagt, mache moderne Fassung. Und da habe ich jetzt die Überlegung gehabt, entweder rund oder viereckig zu machen. Aber ich habe mir gedacht, warum nicht mal viereckig? Ja, warum immer rund, warum nicht mal viereckig? Viereckig ist schon sehr schön. Ich sage, ich muss ja mal das ausprobieren. Und da haben wir gedacht, naja, weil Sie ja gesagt haben, dass Sie sich für sowas interessieren würde. Und man weiß ja, was es hier in Baden-Baden beim Juwelier kostet. Da zahlt schon gleich die halbe Lademiete mit für drei Monate. Heinz hat bei seiner Diamantenfreundin offenbar den Geschmack getroffen. Sie ist am Kauf interessiert. Ich kann ja diesen Ring deshalb so günstig anbieten, weil ich ja mit Gebrauchtware arbeite. Und dann arbeite ich ja jetzt nicht mit Diamanten, die ich an der Börse kaufen muss, sondern ich arbeite mit Diamanten, die ich vom Kunden gekauft habe. Und dadurch ist natürlich auch der Diamantenpreis wesentlich günstiger. Und ich kann deshalb verkaufen, ich habe ja keinerlei Kosten. Ich habe keine schwachsinnige, hohle Verkäuferin. Ich habe keine Tür offen und die Klimaanlage an. Bei mir gibt es auch keinen Kaffee. Bei mir gibt es nicht mal ein Glas Wasser. Guter Preis und sonst nichts. Man kann nicht alles haben. Das Glück, den Sonnenschein. Nach ein paar Tagen Sonne muss auch wieder Regen sein. Du kannst mich ja mal am Arsch lecken, Kunde. Kann man den noch ein ganz klein bisschen ändern? Ja, logisch. Und zwar, dass dieser Ring hier, dass das wegkommt und platt ist. Ganz platt? Ja. Also, das heißt, dieser Bügel absäge und dieses Tableau auf diese Ringschiene setze. Genau. Damit er sich nicht so hoch tragen tut und nicht irgendwo. Da bleibt, das ist nämlich das Problem bei der Frau. Da bleibt sie überall. Wenn du jetzt wirklich mal eine Strumpfhose anziehen musst, bleibst du da hängen. Jetzt habe ich gerade was dazugelernt. So sind Frauen halt. Muss ich mit dem Goldschmied besprechen, aber ich denke, das kriege ich hin. Nee, verstehe ich mit der Strumpfhose, klar, logisch. Ich bin der Frau, verstehe überhaupt. Oder ich mache einen anderen, aber in der gleichen Größe, in der gleichen Form, nur ohne Tableau. Weil dann kann ich auch noch mal einer machen. Mhm. Ich habe noch mal ein paar von den großen Steinen, wo ich einfach verarbeiten will. Weil was nützt das, wenn die Diamanten nur rumliegen? Tja, wenn man so viel davon hat, hätte ich auch gern. Der Herr gibt, der Herr nimmt. Schau Sie, da haben wir einen Herrenring. Den kriegst du heute nicht mehr verkauft. Nee. Das zieht kein Mensch mehr an. Ich trage den jetzt, weil ich gerne Mädle geworden bin. Ja, und ich wäre ja gerne Mädle. Und abgesehen davon muss ich auch deinem Namen alle Ehre machen.
Nein, es hat nichts mit Verkauf zu tun. Es hat einfach nur mit meinem Ego zu tun. Ich kaufe was an, weil er mir gefällt oder weil er gerade passt, dann ziehe ich ihn einfach an und dann schmeiße ich ihn nach 4 Wochen in den Ofen rein. So wie andere Leute ihre Socken wegwerfen, so werfe ich meinen Goldschmuck weg. Das ist ja die Frage, ob ich mir den überhaupt leisten kann. Was wollen Sie denn dafür haben? Also ich muss für diesen Ring haben 3.000 Euro, dann ist es für mich interessant. Das sollte ich haben. Ich würde Ihnen geben für 3,5. Wie viel? 3,5. Wenn das Ihr letztes Wort ist, dann muss ich mal meinen Finanzminister... Nein, also ich sage Ihnen ganz ehrlich, ja, die Wiese selber im Laden kostet sowas um die 6.500 bis 7.500 Euro. Ich weiß. Das ist ja das Schöne hier bei uns. Wenn der Kunde zu einem teuren Juwelier reingeht mit seiner Gattin, dann würde er nie fragen, ob da noch was am Preis möglich ist. Denn der Kunde hat Angst vor seiner Frau. Denn seine Frau würde sonst sagen, du willst jetzt doch wegen meinem Schmuckstück rumhandeln. Dadurch würde ich jetzt schon, wenn meine Frau das sagen würde, Gott sei Dank habe ich keine Frau, würde ich dann sofort die Scheidung einreichen. Also da hat der Kunde als solches ein Schamgefühl gegenüber diesem, schön, dass Sie da sind, Laden. Und bei mir meinte er, kann dann nochmal die Oberhand gewinnen. Und da ich das vorher weiß, kalkuliere ich das einfach mal ein. Drei war sein letztes Wort und dann trugen ihn die Englein fort, okay? Das ist eine schöne Zahl, ne? 3,3, fertig, aus. Ja, da ich ja in diesem Jahr auch noch einen ziemlich runden Geburtstag habe. Hat mir Ihr Sohn schon gesagt. Kann sich Mama vielleicht was Schönes wünschen. Also ich frage den Goldschmied, ob wir es hinkriegen. Doch, kriegt er. Ja, das kein denke Problem. Ich auch. Der Ring wird jetzt deswegen nicht teurer. Ich rede da mit dem Goldschmied, dass er da mir das für 20, 30 Euro umarbeitet und fertig aus. Und wenn er sagt, das geht nicht, das ist doch nicht schlimm. Güteklasse Arschaufenster, dann mache ich einfach noch mal einen Ring. Madame, ich wünsche Gottes Segen. Dankeschön. Bleiben Sie gesund. Alla, ich hau ab. Alles klar. Schönen Dank, bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Der Besuch war also erfolgreich? Also, wenn der Ring so ist, wie ich ihn mir wünsche und mir vorstelle, und ich ihn dann wirklich behalten kann, dann muss ich sagen, dann ist es mein absolutes Starschmuckstück. So was Schönes habe ich überhaupt noch nicht. Vorfreude pur. Pünktlich zum Geburtstag der Kundin kann Heinz den fertigen Ring dann auch ausliefern.